So, da sind wir wieder. Eine neue Folge vom Game Dev Tycoon. Und ihr habt natürlich nichts verpasst. Ich habe allerdings eben kurz zu spät auf Escape gedrückt, deswegen kam da gerade eben noch eine Meldung, die wir uns jetzt zusammen anschauen. Branchenneuheiten. Sound ausgestattet und verspricht somit ein neues Spielerlebnis. Vega sagt bei der Bekanntgabe, die Oasis ist ein Neubeginn, der Anfang einer neuen Ära von Spielkonsolen. Und wir sind sicher, dass sie sich auf dem Markt sehr gut behaupten wird. Hier gibt es noch mehr. Ha. Vena hat bekannt gegeben, dass sie in 2 Monaten eine neue Spielkonsole herausbringen werde. Die Vena Oasis ist mit 16-Bit-Grafik und Sound ausgestattet und verspricht ein neues Inspiration. Na gut, das hatten wir gerade. Ist ein Neubeginn und der Anfang einer neuen Ära von Spielkonsolen. Wir sind sicher, dass sie sich auf dem Markt sehr gut behaupten wird. Einige der bereits angekündigten Spiele für die Konsole lassen vermuten, dass es sich eher an ein erwachsenes Publikum richtet. Es ist doch eigentlich eine super Gelegenheit für uns, jetzt gerade noch ein bisschen, wir können gerade nichts erforschen, das ist schlecht. Forschung, trainieren, Spiele-Engine, ja, noch können wir sie nicht erforschen, aber Forschung, so, ja gut, wir können dann in der Zeit mal eine Runde trainieren. Nee, können wir auch nicht. Nee, gut, dann müssen wir quasi endlich 2 Monate warten. Denn, oder wir können eine Auftragsarbeit finden. 3 Wochen. Strafe. 3 Wochen. 10.000. Hilft dabei, ein Spiel zu testen. Ja, dann können wir annehmen und dann machen wir das einfach mal. Denn wir haben ja gerade quasi eh nichts zu tun, so können wir noch ein paar Forschungspunkte generieren, bis die neue Konsole rauskommt. So, wir machen ein paar Auftragsarbeiten. So, Auftragsarbeit. Was haben wir sonst noch? Ja, theoretisch können wir eigentlich alle machen. Das sollten wir eigentlich relativ ohne Probleme schaffen. So, ist auch erfolgreich. Auftragsarbeit. Heute wird die neue Konsole veröffentlicht. Das ist super. Denn jetzt machen wir gerade den Auftrag fertig. So. Für die schnelle Arbeit haben wir noch ein bisschen Geld überwiesen bekommen. Und eine neue Engine können wir immer noch nicht erstellen. Aber wir können ein neues Spiel erstellen. Deswegen, wir werden das auch für Erwachsene erstellen. Und erstmal werden wir uns aber jetzt die Oasis... Ja gut, die hat immer noch nicht so den Marktanteil, den ich gerne hätte. Aber wir werden die 100.000 investieren. Und wir werden ein neues Spiel dafür entwickeln. Jetzt muss ich mal kurz gucken, damit ich mich nicht verklicke. Genau. Und zwar werden wir ein erwachsenes Spiel, und zwar Halo 2 für das ganze Ding entwickeln. So, die Vega Gear, wir entwickeln das Ganze für die Oasis. Das hatten wir schon, UFO und Action. Spielengine, wir nehmen die Version 2. Und wir entwickeln das ganze Ding am besten auch einfach nur für Erwachsene, weil sich das ganze Ding ja auch an Erwachsene richten soll. So, die 2-Bit-Grafik noch. Wird erstanden. Die Story ist den Leuten anscheinend bei dem ganzen Ding völlig pupsegal. Ich meine, wir haben jetzt auch bessere Spieltutorials und ähnliches. Und ich stelle gerade fest, ich habe meine Uhr vergessen. Okay. So.
Aua, da rieseln die Punkte nur so rein. So, Dialoge gehen mir ein bisschen hoch. Bei der künstlichen Intelligenz ein bisschen hoch, damit das Spiel auch ein bisschen anspruchsvoller wird. Oh, guck jetzt an, wie die Punkte reinrieseln. Was glaubst du, was wir gleich erforschen können? Allerdings möchte ich natürlich die Bugs noch ein bisschen rausnehmen. Grund den Sound. Spielweltdesign. Grafik auf 100. Sound. Ich wüsste nicht, dass bei Action-Spiel Sound wichtig ist. Von daher schieben wir das Ganze ein bisschen runter. Wenn es floppt, ja gut, dann floppt es halt eben. Presseanfrage. Hey, ich bin Steve O'Connell, Journalist bei Planet GG. Wir haben ein Gerücht gehört, dass Sie gerade ein Spiel für ein erwachsenes Publikum entwickeln. Würden Sie dazu gerne in einem Interview drüber sprechen? Und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Super, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir werden das Interview nächste Woche veröffentlichen. Und wir können das Marketing jetzt auch machen. Marketing kann ein sehr effektives Werkzeug sein, um potenzielle Kunden zu erreichen, aber es kann auch sehr teuer werden. Am besten vorsichtig mit Marketing zu am besten ist es. Es ist am besten. So, jetzt haben wir es. Vorsichtig mit Marketing zu experimentieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was man am besten, was am besten funktioniert. Investieren Sie nicht zu viel und vergessen Sie nicht, dass der richtige Zeitpunkt wichtig ist. Werden Sie nicht zu früh oder zu spät während der Entwicklung. Es ist darüber hinaus wichtig zu wissen, dass egal wie viel Geld du in das Marketing investierst, ein schlechtes Spiel durchaus nicht erfolgreich werden wird. Im Gegenteil, es kann sogar sehr von Nachteil sein, für ein schlechtes Spiel zu viel zu werben. Deine Fans würden es dir übel nehmen. So, Zeitschriften und Demos. Kleine Kampagne. Nee, das ist uns zu teuer. Also wir werden nur erstmal in Zeitschriften und Demos, schalte Werbeanzeigen in Spielzeitschriften und verteile Demos des Spiels, um die Spieler eine Chance zu geben, es auszuprobieren. Und das werden wir auch machen. Marketing Hype. Jetzt arbeiten wir am Source. Planet GG hat vor kurzem ein Interview mit Ehrenfeste veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Firma gerade dabei ist, ihr erstes Spiel für Erwachsene zu entwickeln. Alex, Eigentümer und Geschäftsführer von Ehrenfeste, erklärte, wir glauben, dass Spiele sich anspruchsvollere Spielinhalte wünschen und gehen gerne ein Risiko ein, um dieser Nachfrage zu entsprechen. Viele Branchenexperte glauben, dass nicht jugendfreie Spiele früher oder später geläufiger werden. Wir sind gespannt, wie der Markt auf diese Spiele reagieren wird. Ja, ich bin das auch. Also, so ist das nett. Jetzt sehen wir noch zu, dass wir die Fehler rauskriegen. So, jetzt ist das Spiel auch fehlerfrei. Und wir haben einen dermaßen geilen neuen Rekord geknackt. Das Gameplay ist sogar eine Stufe aufgestiegen, sehe ich gerade. Genau wie das Level-Design und ich bestimmt auch. Grafik hätte noch aufleveln können. Ah, okay, ich habe leider doch kein eins bekommen. Neue Forschung. Verfügbar. Level-Editor und bessere Benutzererfahrung. Und dann würde ich irgendwann sagen, wir gehen. Wir entwickeln dann neue Themen. Stadt, da habe ich eine tolle Idee. Forschung beginnen und du forschst bitte mal bessere Benutzererfahrung aus. So, Spielbewertungen sind da. So, und wir haben knapp 1 Million schon wieder auf den Kopf gehauen. Wir haben die erste Bewertung für unser neues Spiel Halo 2 natürlich erhalten. Mal reinschauen. Und was sagen die Leute?
Ah, immerhin 9. Das ist eigentlich überhaupt nicht schlecht. Na, 8. Das geht aber besser. 8. Ich habe es tagelang gespielt, Game Hero. 9 mehr bitte. Ja, das kriegt ihr dann vielleicht bald auch. Ich bin mal gespannt, ob es noch erfolgreicher wird, aber ich gehe fast davon aus, allein schon von der Tatsache, dass wir noch mehr Fans jetzt haben. Ah, okay. Also so einschlagen wie das letzte wird es wohl leider nicht. Aber wir haben noch ein paar Fans gewonnen. Fertigstellung und wir können einen Spielbericht erstellen. Und ich möchte bitte die Forschung... Achso, wir haben nur noch 9 Punkte. Scheiße. Neue Engine erstellen. Bessere Benutzererfahrung. Und das Ganze wird die Craft Engine V.2.1. Ich meine, so eine ganz komplett neue haben wir ja nicht entwickelt. Von daher die 2.1. Ja, Halo ist jetzt nicht so erfolgreich. Das Gameplay ist halt, ja, gute Zielgruppen, Erwachsenen ist doch nur gut. Vielleicht hätte man es doch für alle machen sollen. Ah, okay. Noch ist er nicht ganz dabei. Von Zeit zu Zeit brauchen deine Mitarbeiter Urlaub, um neue Kraft zu tanken. Du kannst feststellen, ob ein Mitarbeiter Erholung braucht, wenn seine Effektivität stetig sinkt. Okay. Um einen Mitarbeiter in den Urlaub zu schicken, klicke einfach auf ihn und wähle in den Urlaub schicken. Hm. Also. Ist ja gerade noch irgendwas an der Forschung? Nee. Dann schicken wir ihn einfach mal in den Urlaub. Und da wir ja im Moment sowieso noch am Erforschen sind, wir können ja mal gucken. Kannst du dein du kannst in diesem Büro bis zu 4 Mitarbeiter beschäftigen. Versuche nicht gleich alle auf einmal einzustellen, da Personal teuer ist. Viele Anfänger machen diesen Fehler und gehen bankrott. Am besten die Sache langsam angehen. Okay, dann würde ich sagen, dann lassen wir das lieber. Und wir werden noch die Spielengine. So, Halo 2 wurde vom Markt genommen. Es wurden fast 70.000, 500.000 Einheiten. Das ist jetzt nicht das, was ich mir ehrlich gesagt erhofft hatte. Engine fertig. Das ist auf jeden Fall gut. So, wir können dann nämlich auch wieder forschen. Spieldesign. Casual Spiele. Und ich habe sowieso wieder nur 5 Punkte. Forschung, Geschwindigkeit und wir können mal sehen, dass wir ein nächstes Spiel, wir können ja mal gerade gucken, ja, der Gamelink ist immer noch am besten und ich glaube, das war auch nicht so eine klasse Idee, direkt auf die neue Konsole zu gehen, zumal, ich meine, wir können den Sound eh immer noch nicht einsetzen, auch die Grafik und so, von daher, ich meine, wir können sie nicht erforschen, eher können wir sie auch nicht einsetzen. War halt eben die Kohle doch ein bisschen für den Popo. So, wir können dann mal gucken, aber Spiele, Backyard Reboot, was wir natürlich auch machen können, was ich ja machen wollte, wir können ein neues War of Sims, alle. Und wir werden dann mal ein neues Thema, Stadt. Genau, das ist nämlich das, was ich machen wollte. Wir werden nämlich ein neues Spiel, und zwar eine Stadt, eine Simulation auf dem Gamelink, denn ihr seht schon, der ist halt nun mal absolut einmal erfolgreichsten. Spielengine, wir werden die 2 Dings nehmen und wir werden ein neues Spiel kreieren. Und zwar nennen wir das Ganze Land of Sims. Mögen vielleicht manche kennen, so ein bisschen.
So, 2D-Grafik V2. Und dann geht es jetzt auch los. Story Quest ist jetzt nicht so wichtig, aber nicht unwichtig. So, das erhöht eigentlich die Kosten. Und wir überlegen jetzt mal gerade. Oh, Engine ist jetzt nicht so wichtig für das Spiel. Deswegen nehmen wir mal die Engine ein bisschen zurück. Gameplay sehr, sehr wichtig. Story und nicht so wichtig. Dann können wir das eigentlich lassen. Game Design, Bugs und hier poppen wieder Zahlen ohne Ende. So, Dialoge können wir komplett ausmachen. Künstliche Intelligenz können wir so lassen. Das ist eine Stadtsimulation diesmal. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze bei den Leuten ankommt. Aber ich sehe schon, also ich glaube so richtig derbe Spielweltdesign, Sound, bisschen runter. Das Leveldesign kann ein bisschen runter, damit es mir auch die Grafik ankommt. So, monatliche Kosten. Chef, so wie es aussieht, benutzen ziemlich viele Spieler Raubkopien von Halo 2. Ich habe es geschafft, einige von ihnen ausfindig zu machen. Wir können sie entweder verklagen, um unsere Copyright zu schützen, oder sie warnen, damit sie aufhören. Was möchten sie machen? Ja, ich würde sagen, wir verwarnen die Leute, denn wir wollen ja nicht, dass unsere Spiele raubkopiert werden. Sofort. So, ich hoffe, das wird jetzt unsere Fanbase nicht zu sehr mindern. Das Spiel ist fertiggestellt, aber es hält noch sehr, sehr viele Fehler. Das heißt, wir lassen das ganze Ding noch ein bisschen in der Entwicklung. So, Fehler sind raus. Ja gut, Ehrenfässer hat kürzlich Warnmeldungen an einige Spieler versandt, die Raubkopien des Spiels Halo 2 benutzen. Ich finde, das ist auch unser gutes Recht. Software-Piraterie ist immer noch ein immer größer werdendes Problem in der Branche. Manche Unternehmen investieren sehr viel Geld und Aufwand, um gegen Raubkopierer vorzugehen, während andere argumentieren, es sei besser, die Sache gelassener anzugehen und stattdessen in bessere Spiele zu investieren. Ja, ich habe sogar 111 Fans gewonnen. Ist ja auch nicht schlecht. So, wir haben einen neuen Design-Rekord. Jetzt haben wir nämlich auch die Engine aufgewertet. Story Quest, also mit Diablo wird das glaube ich nichts. Künstliche Intelligenz, Spielweltdesign, Grafik. Wir haben das Level-Design und mein Level ist aufgestiegen. Finde ich gut, das werden wir auch veröffentlichen. So, 3D-Optik, Open World und die 2D-Grafik 2. Das ist super geil. Und zwar... Oh, Spielwertung. Da wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Und... Ja, 8. Ich habe es tagelang gespielt. Ist okay. Kann ich noch mit leben. 9. Eines der besten. 8. Im Schwerpunkt gerade. Ist aber nicht das, was ich mir erhofft hatte. Wunderschön. Es wird wahrscheinlich aber nicht der Erfolg, den ich gerne gehabt hätte. Schließen. So, Forschung. Wir werden die Grafik, die 3D-Grafik einfach erforschen. Und Open World natürlich gleich. Das brauchen wir. Oh. Nintendo kündigt heute das heiß ersehnte Nachfolgermodell des bereits beliebten Tests. Der bereits beliebten Testkonsole an. Dies ist die beste Konsole, die wir jemals entwickelt haben. Sie ist mit der modernsten 16-Bit-Grafik und Sound ausgestattet. Da sie einfach nur super ist, haben wir uns entschieden, sie Super Test zu nennen. Ja, klar. Ja, die Fans auf der ganzen Welt haben diesen Moment gewartet und es scheint, dass sie nicht enttäuscht sein werden. Nee, werden sie auch nicht. Forschung. Wir können noch Open World erforschen. Das werden wir nämlich auch tun. Land of Sims knallt nicht so durch, wie ich das gern gehabt hätte.
Ja, aber es ist auf jeden Fall besser wie das letzte Spiel. Rang 20 immerhin. So, wir werden auch einen Spielbericht erstellen. Und dann gehen wir nämlich gleich mal da dran. Forschung feuern. Ne, feuern möchte ich keinen. 100.000 sollte ich hoffentlich rauskriegen. Wir haben fast 10.000 Fans. So, neues Thema. Ich kann es mir nicht mal angucken, weil ich zu wenig Punkte und Scheiße. Wir bräuchten 80 für die 2D-Grafik. So. Im Moment machen wir zumindest mal wieder ein bisschen Plutz. So, unsere Analyse nach dem Verkaufsstart von Land of Sins ist beendet. Städte und Simulation ist ein krasser Artikel. Scheint nicht für diese Art. Spieldesign scheint für diese Art nicht sehr wichtig zu sein. Ah, okay, das kann natürlich fies erklären. Die Plattform und das Thema Zielgruppe ist super. Okay. So. Der Test wurde heute veröffentlicht und wir werden uns auf ein neues Thema rausholen. Wirtschaft, virtuelle Haustiere. Wirtschaft. Möchte ich das oder möchte ich lieber, ich glaube, ich möchte lieber den mittlere Spiele und dann den Level Editor. So, neues Spiel entwickeln. Plattform. Und der NES, die Lizenzkosten liegen bei 50.000. Das werden wir uns auf jeden Fall mal kaufen. Und so langsam wird es auch echt Zeit, dass wir die 3D-Grafik und Open World. Land of Sims wurde vom Markt genommen und wir haben fast 100.000 Sachen verkauft. Oh, 700.000 Umsatz ist jetzt nicht so pralle. Also ich glaube, wir müssen demnächst echt einen neuen Kracher raushauen, sonst wird das nichts mehr. So, Verträge mit Publishern. Hallo Alex, ich verfolge die Entwicklung von Ehrenfestes seit einer Weile und es scheint, dass sie nach ihrer kürzlichen Expansion angefangen haben, größere Spiele zu entwickeln. Umfangreichere Spiele verdienen es, von einem größeren Publikum wahrgenommen zu werden. Das ist der Punkt, an dem Publisher von Vorteil sind. Ein Publisher wird ihre Spiele weltweit vermarkten und verkaufen. Er wird ihnen auch bei der Finanzierung behilflich sein. Im Gegenzug wird er den Großteil des Gewinnes selbst einstreichen. Aber da die Verkäufe sehr viel höher ausfallen werden, lohnt es sich meistens trotzdem. Ich kann sie mit ein paar Publishern bekannt machen, damit sie sich die verfügbaren Verträge ansehen können. Sagen Sie ja einfach Bescheid. Verträge mit Publishern finden wurden nun freigeschaltet und ist im Aktionsmenü verfügbar. So, liebe Leute, wir sind aber wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich werde jetzt mal kurz speichern und ich hoffe, dass wir uns einfach in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, tschüss!